Spiel ist gespeichert. So, guten Tag, herzlich willkommen, moin moin, liebe Leute. Seid gegrüßt, neue Runde Cities. High-Rise Cities. High-Rise City, wie auch immer, ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. So, genau, der Postbote war's. Shelly hat wieder irgendwas Komisches bei Amazon bestellt. Irgendwie neue Gläser. Also, ich war der Meinung, wir brauchen mal neue Gläser. Aber gut. War das noch Happy Wife, Happy Life oder so? Was zu dem Thema? Egal. So, was soll ich einfach umsetzen? Ja, Pascal, vielen herzlichen Dank. Bin ja mal gespannt. Ich muss mir Schalke angucken. Nimm eine Brille mit. Die Dortmund-Outfit an. Sehr nice. Aber vielleicht besser nicht. Aber gut, vielen lieben Dank. Für Tickets. Können wir, ja genau, haben wir ja gerade zurückgeschrieben. Vielen Dank. Müssen wir mal gucken, wie der weitere Verlauf jetzt ist mit wegen Drucken, Übergabe und so weiter. Ne? Vielen herzlichen Dank. Mega. Das freut uns. Kann ich nachher gleich mal meinem Bruder Bescheid sagen, dass das losgehen kann. So, was soll ich? Ich habe ja, umsetzen bringt mir ja auch irgendwie nicht so viel. Nebenbei ist es jetzt ein ganz klein bisschen weitergelaufen. Das heißt, wir können wieder Managerzonen ausweisen. Natürlich kann man sich das einfach machen. Es gibt viele Spieler, die dann einfach sagen so, oh, 18.3. war gerade. Okay. Die dann einfach sagen so, ich spule einfach die Zeit auf mal, ne, ganz schnell, bis wir immer weiterbauen, immer weiterbauen, immer weiterbauen. Aber da habe ich gar nicht so einen Bock drauf. Bin ja auch nicht der Hektiker hier. Von daher. Also hier machen wir noch alles mit diesen Managergebieten dicht. Damit wir mal irgendwann diese 50.000er Hürde da erreicht haben. Dann gibt es nämlich noch weitere Hürden. Textilien haben wir zu wenig. Bei der Wolle hatten wir Subventionen rausgenommen. Und hier ist halt auch ein ungeeignetes Gebiet aktuell. Wir haben immer noch zu wenig Menschen. So, die werden durch das alles geboostert hier, ne? Das ist nämlich auch immer, man muss ja auch mal gucken, was boostert man noch irgendwie wie und so, ne? Das ist auch immer nicht so einfach. Wenn wir jetzt das hier aber mal alles nach oben packen, kommen wir schon mal ein kleines Stück weiter, glaube ich. Es mangelt an Gemüse. Das sind die Köhlereien hier, das ist das Planungsbüro. Noch eine Einseite, ein Zweiersägewerk. Also nicht upgradetes Sägewerk. Theoretisch kann man sogar noch einen weiter raus, wenn der Strom da nicht im Weg wäre. Da muss man wahrscheinlich auch gucken, dass dadurch vielleicht auch noch eine Buslinie oder irgendwas kaputt geht. Ganz gut, wenn man die mal alle durchgeht und teilweise umsetzt, dann merkt man doch immer noch mal Gebäude, die man bisher noch gar nicht abgegradet hat. Also wir hatten ja eben Probleme, obwohl die Kohle hat sich gut erholt. Hier haben wir kein Wasser hier oben. Das sieht so aus.
Das ist die Version des Skylines. Zum Start einer Stadt baut, die man später, wenn man alles fertiggeschalten hat, baut und das wieder baut. Ja. Kennt man nicht mehr, ne? So, wir brauchen nur noch 3000. Ich möchte gerne, also es ist leider schon wieder die letzte Folge heute. Was sind das denn? 8 Folgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folgen sind es geworden. Ich hätte gerne noch eine mehr geschafft, aber ist ja gleich schon. Ich habe es leider zweimal eine halbe Stunde gehabt oder so. Deswegen habe ich es nicht ganz geschafft, was ich wollte. Aber egal, ist nicht so schlimm. So. Die produzieren jetzt auch alle deutlich mehr Strom hier, ne? 180 Boost und dann bringen die sogar echt gut Strom. Hier vielleicht noch ein Technologiezentrum rein. Und dann sind wir mal kohlemäßig erstmal safe, ne? Geboostet, also warte mal, wird hier noch irgendwas ge... Ja, doch, die werden noch subventioniert, die Köhlereien. Nehme ich erstmal raus. Und werde jetzt immer mal, ne, guck mal, da können wir jetzt schön ein paar wieder Managers-Zonen anrichten hier. Wir haben immer noch kein Rindfleisch, ne, aber kommt bald. Wir müssen ja auch mal langsam ein paar Arbeitslose aufbauen, ne? Ich glaube, wenn die jetzt alle bewohnt sind, haben wir schon. Eine Textilfabrik, dann können wir die Brauerei verbessern. Und 3 mittelgroße Holzfällerbetriebe, dann können wir die Textilfabrik verbessern. Ich bin mit unserer Textilfabrikausbeute eh nicht zufrieden aktuell. Ne? Ich platziere es erstmal hier rein. Mittelgroße Holzfäller will er haben. Das ist aber viel. Mittlerweile sehen wir mal diesen deutlich größerten, also Müll haben wir ein Problem oder was? Oh ja. Aktuell haben wir ein Müllproblem. Kraftwerk mehr bauen, ne? Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Hä? Gerade ist gebaut worden. Das soll erstmal bauen und beliefern und so. 1280 Müll ist hier. Okay. Aber geboostert ist es nicht. Entweder ist es außer Reichweite gerade so. Ist es tatsächlich auch, ne? Würde mich aber interessieren, wenn ich das hier mal rüberschiebe. Ob das von der Technologie verbessert wird. Planungsbüro ist keins in Reichweite, aber die Technologie wäre jetzt in Reichweite. Na, mal gucken, ob wir da jetzt mehr als 100 kriegen. Ich glaube schon, weil vorher statt 50, jetzt steht 75, oder? Kann sein. Dann wird sich hier ein Straßenweiterbau und hier auch nochmal eine Technologie. Wo hier haben wir Technologie? Nur zu wenig Arbeiter.
Aber ja, wir bauen jetzt gezielt Manager. Das Spiel ist gespeichert. Wieder ein bisschen Stahlbeton. Jetzt können wir schon gucken. Also bei Ziegel geht durch die Decke mittlerweile. Unser Hafen ist dafür halt nicht ausgelegt, ne? Das alles abzuverkaufen, was hier an Mengen jetzt gefordert sind, nachher abzuverkaufen. Ist natürlich auch immer besser, möglichst das Produkt möglichst viel zu veredeln und dann erst nachher das richtig Veredelte, ne, loszuverkaufen. Also Papier und Bücher ist mittlerweile wieder so ein bisschen knapp. Textilien, gut, haben wir jetzt gerade was gebaut. Und das haben wir beides geschafft. Neue Gebäude verfügbar. Wir bauen jetzt noch 1000. Ich glaube, das würde schon fast gehen. Wir müssen jetzt halt nur noch ein paar einziehen. Was? Achso. Aber es kriegt doch jetzt gleich was geliefert. Spedition kann man auch einfach upgraden. Das ist ja auch praktisch. Das wusste ich nicht. Einfache Wohnungen. Dabei tut sich auch ein bisschen was beim Stern. Und dann kommt es noch ein Traubenhof, Weinkälter rein, eine Dosenfabrik, eine Universität, großer Holzfällerbetrieb, große und Stadion. Freue ich mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Könnte man eigentlich machen. Das muss man nur Ware kriegen. Wenn es Ware kriegt, dann läuft es doch. Aber ich habe ja auch nicht. Ach so, ja. Mal wieder auf Play machen. Obst. Forschungsmission abgeschlossen. Sie haben es geschafft. 100.000 Einwohner haben wir geschafft, Leute. Solche Gebäude am besten immer in die Ecken. In solchen Straßen, wo wir da rundherum was haben, ne, da zieht er gut an. Strom haben wir jetzt auch wieder genug, ne? Jo. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Weil das hat noch nie welchen produziert, falls du nicht gemerkt hast, weil der erste Müll kommt da jetzt erst. Da kommt hier Müll, kommt gerade an. So, was mit dem? Ist er geboostert? Ja, ne? Ja, 130. Also Technologiezentren boostern auch die Stromdinger. Ich glaube, dem Planungsbüros vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ach, die auf der Ecke kriegen kein Wasser mehr. Ja, aber hier nochmal einen großen Holzfällerbereich. Wahrscheinlich sogar sagen, man gradet die Straße hier ab. Aber jetzt mal so ein bisschen sinnvoll Straße, wo ich eh Straße hin haben möchte.
Dann denke ich, dass wir hier irgendwas mit Feldern machen. Spiel gespeichert. Können wir mal auf Spaß schon mal gucken, was so eine Farm kosten würde, die man da reinsetzt. Hier so eine Rinderfarm. 411 Werkzeug, 500 Steine und 165 Stahlbeton würde das kosten, wenn man das alles zu Rind macht. Das waren beides Hopfen, ne? Nee, Hanf. Das war Hopfen. Hopfen für das ganze Dämmmaterial. Beide noch mal was machen. 162. Das wird sogar gehen. Stand jetzt. Haben die mittlerweile, die Landmaschinentechniker haben auch mittlerweile eine richtig schöne Reichweite gekriegt. Richtig nice. Plus 30, plus 50% Produktivität. Natürlich dann auch hässlich so, ne? Das reißen wir gleich wieder ab. Strom. Aber schön, wenn man auch unterirdische Kabel hätte. Das gefällt mir immer ein bisschen schöner in dem Spiel, nämlich. Dann muss ich in mehreren Schritten umbauen. So, das ist jetzt wahrscheinlich zu klein, das Stück. Deswegen kann ich hier nichts mehr bauen. Ist auch lustig. Das erst durchziehen, die andere Straße und dann, glaube ich, anschließen, ne? Ja, das ist weniger das Problem. Wir wollen hier keine Leute arbeiten. Noch zu frisch umgebaut oder was? Es fehlen auch weniger, es fehlen nur weniger Arbeiter. Das Ding ist halt, hier geht auch noch keine Bushaltestelle hin. Ne? Das sind so Geschichten, das muss man nach und nach dann mal machen. Die Bushaltestelle, entweder ist hier jetzt mit abgerissen worden, die Buslinie, das kann durchaus sein. Wo sie doch eigentlich noch durch Löschung Änderungen zurücksetzen. Das kann so nochmal immer da, ne? Und ja, auch nicht ganz so viele Arbeiter. Zwei Zement-Betonwerke kriegen wir 190.000. Unsere Forschungspunkte. So, müssen wir mal kurz gucken.
Das müssen wir jetzt heute nicht mehr machen. Das wird also ein Stadtgebiet noch kaufen, kostet 10 Millionen, haben wir fast das Geld. Ein bisschen Bier noch produzieren, passiert von alleine. 34 Kilometer Straßennetz zu bauen, ist echt eine Menge. 30 Punkte. Aber es wäre schon nice, wenn ich jetzt noch weiter um 20% reduziere, ne? Das Stück kannst du, die Straßen musst du abreißen. Wie gesagt, die Straßen müssen immer abgerissen werden. Wenn es kleine Straßen sind, kann man die nicht so großen machen. Wenn das aber hier wieder. Solche könntest du zum Beispiel noch in solche upgraden. Aber dieses Stück hier ist ja auch irgendwie dämlich. Also generell. Es mangelt an Obst. Macht es ja Sinn, hier diese 100 km/h schnellen Straßen zu haben, wo die Ware einfach schneller drauf transportiert wird. Deswegen, das geht jetzt immer so Stück für Stück. Ich könnte das Stück jetzt abreißen, dann könnte ich hier ein bisschen länger bauen vielleicht. Hier die Schafsfarm. Hier oben ist ein schönes viel Farmland, ne? Und nebenbei sammeln wir wieder ein bisschen Ressourcen für die nächsten Managerhütten. Und wir überlegen, ob man eine Schafsfarm reinmacht. Ne? Dann kann man die beiden hier mal wegreißen. Weil das muss ja auch noch neu gemacht werden, genauso wie die Hopfenfarm. Könnte man dann auch ruhig ein bisschen größer machen oder hier gerade machen. Mittelgroßes Umspannwerk. Großes kriege ich halt wahrscheinlich erst, wenn ich noch 30.000 von den anderen gebaut habe. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Die sind, haben wieder gut ihren Betrieb aufgenommen. Ich mache das halt hier immer so etappenweise. Diese globale Spedition, die müsste ja doch eigentlich das hier auch ganz gut abholen können. Na, Papierfabrik werden wir dann auch mal irgendwo ein bisschen zentralisieren. Papier und Druckereien. Das ist halt auch ein schöner Bereich eigentlich dann für die neue Schafsfarm. Dann könnte man die abreißen, dann würde man hier weiterkommen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, glaube ich. Gucken, was wird dann eine Schafsfarm kosten. Werkzeug, 147 Holz, also könnte direkt gebaut werden. Aber man muss natürlich ein bisschen weiter überlegen. Hier die Hopfenfarm ein bisschen größer machen. Landmaschinen, den könnte man sogar lassen, der würde dann beide mit reinkriegen sogar. Ich glaube, das muss
glaube, ich muss da ein bisschen großzügig umbauen. Jetzt warten wir natürlich erstmal, bis die da oben wieder einen Betrieb aufgenommen haben. Spiel gespeichert. Das bringt natürlich nichts, wenn wir so große Straßen haben, aber die da irgendwie nur auf einer Schiene fahren und dann trotzdem riesige Staus verursachen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Schlimmer als vorher. Vielleicht weil noch nicht so viele Rechtsabbiegerspuren gibt, kann sein. Die haben noch kein Wasser. Okay. Es gibt einen Mangel an Obst. Und dann haben hier natürlich jetzt auch keinen Boost bisher hier groß, ne? Also der wird nicht ganz bis dahin reichen. Technologie. Jetzt gerade, ob wir jetzt so diese ganze Papierindustrie vielleicht hier so ein bisschen irgendwie ansiedeln. Die Möbelindustrie. Aber auch mittlerweile, was ist das hier? Eine ganze Menge. 190.000 für zwei Zementbetonwerke sehe ich aktuell nicht. Das Geld brauchen wir da nicht unbedingt. Machen wir nicht. Nö, machen wir nicht. 12,51, okay. Da ich hier auch Straße wieder abreißen würde, würde ich das jetzt einfach mal kurz machen. Einen Mangel an Gemüse. Wie viel ist das jetzt? 76 Kilometer. Ein sehr günstiger Technologiepunkt, ehrlich gesagt. Nervig ist es nur, ich muss das alles gleich wieder, alles wieder abreißen, ne? Zu kleinfühlige Straßen machen. Mission abgeschlossen. Ah, wir haben die geschafft. 100 Kilometer Straße gebaut, liebe Leute. Und somit unser erstes Zonenbaukostending nochmal reduziert. Jetzt muss ich das alles wieder abreißen. Werden gerne an Firefight. Macht Sinn. So, also in Zukunft sind unsere Managerzonen noch günstiger geworden. Was die Ressourcen angeht, sparen wir nochmal 20%. Und dann sehe ich auch so, dass wir beim nächsten Mal in der Woche da definitiv vorankommen.
und die nächste Hürde erreichen. Wir haben, also es fehlt nicht mehr viel Geld, dann können wir uns noch ein Stadtgebiet kaufen, das gibt nochmal Forschungspunkte. Dann haben wir bald genug Bier geliefert, das bringt was. Oder nicht geliefert, sondern produziert. Das ging ja wesentlich schneller abzureißen, als zu bauen, ne? Spiel gespeichert. Dann werden wir unseren Umbau hier noch weiter voranbringen, dass wir wirklich fast nur noch solche dicken Straßen haben, in der Hoffnung, dass das einfach besser fließt. Die können ja auch schneller fahren, also das ist ja definitiv Fakt. Ich weiß nicht, ob die Unterschiede schnell fahren dürfen, das müsste ich nochmal, ich glaube schon, oder? Ständig speziell beliefert, Industrie. Oder was ist das mit 96? Was ist das mit der Stoppzeit? Ich meine, die Kleinen, die können nur 10 Einheiten. Das ist echt albern. 25 Einheiten, die städtische. Nationale kann 50. Also. Die sollten wir dann nach und nach auch mal upgraden oder abreißen und wirklich fast nur noch auf globale setzen. Kostet natürlich schon ein bisschen mehr Unterhalt, klar, aber. Die können zumindest auch eine Menge Ware mitnehmen, ne? Die den immer mit 10, die verstopfen ja im Endeffekt auch fast nur die Straße. Es mangelt an Obst. Meinst du, ist die Ladezeit? Um 120 Einheiten. 120 für 50 Einheiten. 96. Ja, gut. Also, irgendwas kann das sein, ja. Sekunden, aber so lange stehen sie ja nicht. Mal kurz gucken, was kostet jetzt eine Managerzone? Guck mal, 5 Stahlbeton nur noch. 3 Glas, 6 Dämmung, 16.000. So viel konnten wir noch nie auf einmal bauen. Wum, wum. Das bringt was. Bringt auch mit Sicherheit gleich wieder Bedarf an Büros und so, ne? Aber. Ich denke, wie schon gesagt, wir müssen die Kohle oder die ganze Lehmindustrie müssen wir weiter auslagern. Dann haben wir zwar hier unseren kleinen Stadtbereich, der bleibt ja auch, ne? Aber müssen wir mal gucken. Da müssen wir, also hier hinten könnten wir noch was machen, das passt ja auch gut, hier sind eh die dicken Straßen. Da können wir 3 Lehmbuden hinsetzen oder so. Und hier, ja, das ist auf der Grenze. Können wir zumindest diese 3 hier rausziehen, ne? Kriegen wir ein bisschen mehr Platz, dann wird das alles nochmal mit Büros dicht machen. Ja, und hier wird gebaut, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Reinschalten. Mal schauen, was für Arbeitslosenzahlen wir jetzt kriegen da in der nächsten Folge und wie sich das weiterentwickelt. Ich danke euch fürs Reinschalten. Und ich glaube, hier kommen mal schöne neue Gebäude, ne? Weil wir mal so eine große Fläche definiert haben, können auch mal ein paar größere, schöne Gebäude kommen. Und ich habe auch noch Bock nach wie vor auf diese Besonderheiten. Hier ein Raumfahrtbahnhof, der ist so groß. Ups, warte mal. Den müsste man halt, weiß ich nicht, auch ein bisschen außerhalb machen. Dann bräuchte man auch diese Baustelle, diesen Lieferer. Weil der muss mit allen möglichen beliefert werden. Ne? Da muss man 800.000 haben. Wir brauchen 200 Stahl, 600 Werkzeug. Dann können wir den beliefern und wird er schön gebaut. Und dann werden nochmal neue verknüpfte Forschungsgeschichten freigeschaltet. Das finde ich auch nice. Das ist eine schöne Variante.
Aber halt, ne? Aber ich weiß gar nicht, warum das da noch blau angezeigt wird. Wir haben das ja gemacht. Ich könnte das sogar zurücksetzen, aber das möchte ich natürlich nicht. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Nachmittag euch gewünscht. Heute Abend weiß ich noch gar nicht genau. Vielleicht streame ich irgendwas. Schönen Dienstag auch gewünscht. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Dienstag euch. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.